Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Poly. Schön, dass ihr wieder da seid. Freut mich sehr, wie ihr seht. Ich habe ein bisschen was dekotechnisch fabriziert. Die überschüssigen Sachen, die sonst in meiner Kiste rumliegen, die habe ich jetzt mal an die Wand gebracht. Ich finde es irgendwie total geil. Finde ich super. Ich mache übrigens gerade Unmengen an Beton. Zack, zack. Da haben wir schon mal einiges. Und ich habe dafür gesorgt, dass wir genug Ressourcen haben, um uns die Nähmaschine herzustellen. Warte mal, was fehlt da? Ach, Plastik. Plastik habe ich auch schon gemacht. Hier könnt ihr zum Beispiel Tische oder auch Getränkeflaschen. Also die da zum Beispiel, die großen oder die kleinen, die könnt ihr da reinschmeißen und dann werden sie zu Plastik-Scraps verarbeitet. Ja, nice. Dann haben wir die Nähmaschine. Dann fehlt uns eigentlich nichts mehr, ne? Wir haben das da, wir haben das da. Wir können auch mal hier einen so einen Sack noch herstellen. Eine Holzleiter wollte ich noch machen, denn wir sind auch da ein bisschen vorangekommen. Das werde ich euch aber gleich zeigen. So, lasst uns mal hier noch die Kohle rausschmeißen. Wir haben schon wieder unendlich viel Kohle. Guck mal. Brutal, oder? Schlüssel. Ich habe mittlerweile auch Schlüssel ohne Ende. Guck mal. Dem. Also hier auch so einiges zusammengekommen im Laufe der Zeit. Ja, ansonsten, wie ihr seht, ich finde es total toll, dass man die Sachen hier an die Wand machen kann. Das habe ich hier übrigens auch gemacht. Was uns jetzt noch fehlt, ist hier ein Tisch für den Fernseher. Das ist klar. Das muss noch sein. So, das Lied des Tages. Ich finde es total toll, dass man das Zeug mittlerweile an die Wand bringen kann. So, das dauert noch ein bisschen, dann zeige ich euch derweil mal, was hier die Kisten-Action macht. So, wie man sieht, ich habe ein paar Boxen geholt. Sieht noch ein bisschen wirre aus, aber ich möchte hier, wie gesagt, so einen kleinen Vorbalkon machen, denn ich will eine Leiter nach da oben machen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Wäre cool. Heute wollen wir ja unter anderem den großen Zombie legen. Die Spikes sind übrigens super. Ich werde den Halbkreis oder den Kreis hier auf jeden Fall rumziehen. Das ist klar, damit wir hier auch ein bisschen auf unserem Balkon Spaß haben können. Ein bisschen bereue ich es, dass ich keine größere Wohnung genommen habe, denn wie man sieht, ist schon recht vollgestopft, ne? Ich versuche es so gut wie möglich zu verteilen, damit es nicht so ganz eng wird. Unsere Stofftiersammlung hat auch einen neues Mitglied erhalten, das Experiment 624. Ich find's voll toll. Echt mega gut. Und, ach ja, übrigens, wir haben natürlich auch jetzt eine Löwenmaske. Mhm. Und ich habe mir mal einen Jogger angezogen. Ist ein bisschen bequemer ohne rum. Wir sind ja viel am Rennen, ne? Da schwitzt man schnell und da dachte ich mir, komm, da kannst du dir auch mal einen Jogger gönnen. Wen soll es stören in der Zombie-Apokalypse? Wen? Jetzt schauen wir mal. Achso, wir wollten die zuerst mal die Nähmaschine setzen. Wie lange braucht er? 30 Sekunden noch. Mülleimer sollten wir uns vielleicht auch noch machen. Konnten wir da auch noch herstellen? Jo, Mülleimer machen wir uns auch noch. Und hier, das wollten wir eigentlich auch noch machen. Da fehlt uns was? Stone und Metal. Haben wir danach nicht mehr genug Stone? Achso, wir haben einiges an... Ach, guck mal, hier ist noch was. An Zement gemacht. Was braucht man dafür? 150. Nein, locker. Guck mal, zack, den machen wir uns auch noch. Ach, och nee, die ist ja süß, die Nähmaschine. Gut, dass ich einen kleinen Tisch geholt habe. Ich habe nämlich erst überlegt, holst du einen großen Tisch? Ach, guck mal. Armband. Ach nee. Wie nice, guck mal. Bandana Face, Bandana Kopf. Armband. Dafür braucht man Klamotten-Scrap. Davon haben wir, glaube ich, nicht so viel. So. Nee, hier Betonmischer. So eins will ich mal bauen. Und ein Kamin oben wäre natürlich auch noch mega, ne? Das wird auf jeden Fall auch noch sein müssen. Ich wollte nach Klamotten-Scraps gucken. Haben wir hier welche drin? Jo, guck mal. Och, wow.
Das ist ja jetzt nicht so. Kann man hier auch Klamotten scrappen? Das müssen wir auch mal testen. Ne? Aber es gibt ja keine großartigen Klamotten, die man scrappen könnte, oder? Kann man auch... Oh, guten Tag. Mit Ihnen habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach, schön. Das nehmen wir mit. Gerade mal schauen, ob wir hier irgendwo eine Klamotte finden. Kann man auch Sofas zerlegen? Das wäre natürlich... Oder hier solche Helme vielleicht. Wir müssen mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich gehe nochmal schnell da drüben rein. Vielleicht ist da auch noch was. Hier so eine Maske. Vielleicht kann man die alle scrappen. Hier so eine Weste. Sehr gut. Gucken wir mal noch kurz nach oben. Ach, eine Tomate. Nice. Haben wir gerade Hunger? Nee, aber Durst. Durst. Sieht ein bisschen crazy aus, ne, der Typ. Mit seinem Jogger, der Löwenmaske und dann diesem Dämonen-Hörnchen-Krönchen. Ich fand's irgendwie geil. Lass uns nochmal rüberschauen. Was können wir denn hier alles? Das, das und das. Davon kann er zum Beispiel nichts zerlegen. Ha. Okay. Kann man das Schwert... Aber das Schwert möchte ich eigentlich gar nicht zerlegen. Ja, schade. Das geht schon mal nicht. Hm, kann man das Schwert auch an die Wand hängen? Bestimmt, oder? Ah jo. Ist das nice. Pickup, aber das würde ich dann mal eher dahin machen, oder? Jo. Cool. Jetzt lohnt sich wenigstens auch, die ganzen Rucksäcke mal zu sammeln, die man eigentlich nicht will. Tja, mit dem Zeug, die Hockeymaske haben wir schon, oder? Ach nee, guck mal, die Hockeymaske haben wir noch gar nicht. Die würde ich dann gerne dahin machen. Ach ja, schön. Das schmeiße ich mal wieder weg. Schade, jetzt ist nur die Frage, das müssen wir mal wirklich testen mit allem möglichen Zeug. Womit können wir Tuchreste herstellen? Das ist die Frage. Ich hoffe nicht, dass man sie nur finden kann. Kann man so eine Flashlight vielleicht zerlegen? Also bisher habe ich ausprobiert, Tische gehen. Die bringen Nägel zurück. Was ist da drin? Nix. Pickup. Hier, Pickup. Ich probiere einfach mal alles aus. Und dann schnappen wir uns eine Knarre und dann geht's los, ne? Dann holen wir uns heute mal den Großen. So, warte. Das und das. Irgendwas konnte er zerlegen. Ah ja, den Tisch. Aber guck mal, den Motorradhelm will er nicht. Macht nix. Den haben wir nämlich auch noch nicht. Die Treppe ist auch fertig. Wunderbar. Treppe, Mülleimer. Den Mülleimer setzen wir mal zuerst. Jetzt wird es langsam echt eng, ne? Ach, guck mal, der passt noch daran. Ah ja, guck mal. Jetzt ist die Frage, was meinen wir mit der blöden Box? War hier oben noch eine Box? Ach, eigentlich passt sie hier auch nicht so gut hin, ne? Tu die meine Müll so lang. Okay. Wird hier noch was produziert? Ich glaube nicht, ne? Doch, der Dings da fehlt auch noch. Der da. Was fehlt da schon wieder? Stein. Ach ne, hier ist er. Wunderbar. Wollte gerade motzen. Place. Zack. Jo, jetzt können wir Gunpowder machen. Stone and Wood. Sehr gut. Gunpowder ist nämlich so ein bisschen die Ressource, die low ist. Können wir mal hier rüberziehen? So, wir machen mal so viele wie gehen.
So, mehr geht nicht. Wunderbar. Haben wir hier noch Steine drin? Nö. Also, Steine wären gut. Und Knarre wäre gut. Hier, Knarre. Da haben wir 30 Schuss. Und ich würde sagen, wir nehmen nochmal ein volles Magazin mit. Jo, das passt. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Leiter schon setzen können. Ich glaube es fast noch nicht. Place. Aha. Darf ich die überhaupt da draufstellen, ist die Frage, ne? Vielleicht mache ich mir hier die ganze Mühe völlig umsonst. Wir sollten mal testen. Ach, guck mal, die stellt er gar nicht oben drauf. Ach, dammit. Das ist ja doof. Warte mal. Wir testen es nochmal hier. Ach komm, was machst du denn? Ach guck mal, da darf ich sie zum Beispiel draufstellen. Also geht das sehr wohl, dass wenn wir hier auf jeden Fall mal ein paar Boxen zusammen haben, dann könnten wir die leider nach da oben machen. Boah, da freue ich mich drauf. Derweil würde ich die leider mal da hinstellen. Da oben wollen wir hin. Da oben. Ach, guck mal, da ist ein Tisch auf dem Dach. Seht ihr es da drüben? So, Knarre ausrüsten. Pickel weg. Knarre ausrüsten. Und jetzt suchen wir unseren großen Freund. Bin gespannt, wo er sich rumtreibt. Und wenn wir es zeitlich schaffen, müssen wir mal gucken. Wenn wir es zeitlich schaffen, können wir ja auch mal einen Blick ins neue Biom oder Stadtabschnitt werfen. Mal kurz hier hochgucken. Ach, so ein Ding ist ja auch geil. Aber hiervon nehme ich mal nichts mit. So, lass uns mal aufhören zu sammeln. Lass uns mal jagen gehen. Nur die Frage, wo ist er, ne? Wo versteckt sich der große Scheißer? Ach, Gunpowder, danke. Nehme ich. Du hast doch bestimmt Kohle dabei. Danke. Was liegt da am Boden? Ein USB-Stick? Oder ist das eine Batterie? Batterie. Boah. An den kann ich nicht vorbeigehen. Hey, was soll das? Och nee. Warte mal, wir schmeißen das da rüber. Weil die Holzkisten, die brauche ich. Da komme ich nicht drum rum. Ah, den will ich nicht. Will ich auch nicht. Auch nicht. Mega. Das nehmen wir alles mit. Ah, wir wollten eigentlich großen Zombie jagen gehen. Und was mache ich? Ich sammel und sammel. Jetzt überlege ich gerade mal, wir gehen mal. Wo war er denn zuletzt? Da hinten am Berg irgendwo, oder? Haben wir gerade Hunger? Nee. Er treibt sich doch immer gerne da hier in dem Waldstück rum. Schauen wir mal, ob wir ihn irgendwo hier beim Picknicken treffen. Da hinten ist er. Ich hab's gewusst. Wir sollten schauen, dass wir erstmal die Kleinen loswerden vielleicht, ne? Steht die da so blöd? So. Er will nicht sterben, ne? Wehrt er sich dann auch, wenn ich dich da rangehe?
Na, Kumpel? Fertig. Komm schon, trau dich was. Ach komm, dann sparen wir die Muni. Bisschen buggy, gell, der Große. Alter Scheiß, der hält aber ganz schön Menge aus. Eieieiei. Oder ist er gerade unkaputtbar? Hä, so viel kann man doch gar nicht aushalten. Ich wollte gerade sagen, sag mal. Ach, guck mal, der hat eine Statue. Ah, stimmt, an die kann ich mich erinnern. Die Statue nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt wird schon eng hier, ne? Eine Flashlight schmeiße ich raus. Dafür schmeißen wir mal hier oben Zeug rein, denn ich hätte gerne noch so eine. Wieso sind hier eigentlich die ganzen Sachen nicht mehr da unten? So, Flashlight. Nice, den haben wir. Okay, die Figur, an die kann ich mich erinnern. Schade, dass er sich nicht richtig gewehrt hat, aber okay. Hätte mich eigentlich gefreut, wenn er sich gewehrt hätte. Aber er taucht ja nochmal auf, ne? Ich glaube, der spawnt hier irgendwann nach. Schön. So. Jetzt ist es natürlich nicht mehr ganz so hell. Mir stellt sich die Frage, sollen wir noch schnell rübersprinten? Sollen wir mal einen Blick riskieren? Wir riskieren mal einen Blick, komm. Wobei, wir sind gerade rappelvoll. Lass uns mal erst leer machen. Sonst können wir, wenn wir was Gutes da finden, nichts mitnehmen. Das wäre tragisch, wäre das. So, jetzt sprinten wir mal schnell rüber. Ach schön, dann sind wir den Großen auch los. Wunderbar. Wobei ich diese Figur echt so lala schön finde, ne? Aber egal. Die können wir immer vor die Haustür stellen. Unsere kleine Holzbox-Baustelle sieht echt übel aus. Aber die Spikes sind übrigens super geil. Also die laufen da rein und die sterben eigentlich instant. Echt übel. Gut, dass hier die Leiterstelle. Können wir nämlich hier gleich mal noch Boxen oben drauf setzen. Zack. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel Platz habe ich denn. Passt da die Leiter noch hin? Nee. Dann lass uns mal hier die Figur irgendwo setzen. Ey, die ist gar nicht übertrieben groß, oder? Weiß gar nicht, wo ich die hinpfeffern soll. Vielleicht hier, um die Lücke zu schließen. Jo, bewacht jetzt das Internetcafé. So, Place. Wunderbar. Wir kommen hier langsam aber sicher voran. So. Dann fehlen hier noch zwei Stück, dann hätten wir es, ne? Dann müssten wir nach da oben kommen. Das wäre ja ein Megaträumchen. Warte mal, ich mache die leider mal so lange hier hin. Ach, wie gut. Können wir die schon setzen? Warte mal, lass mich mal... Jetzt bin ich neugierig. Ja, man muss sich in dem Spiel ein bisschen zu helfen wissen, wenn man hier ein bisschen selber bauen will, ne? Ich meine, klar, muss natürlich 100 Jahre auf die Respawns von den Boxen warten. Das Ding müsste eigentlich weiter rausgezogen sein, ne? Wenn ich das richtig schnaggel. Na, warte mal. Gut wäre es natürlich... Hier, das heißt, eigentlich müssen wir die Boxen weiter rausziehen, ne? Okay, das machen wir noch. Aber nicht jetzt. Jetzt hängen wir erstmal das Bild auf. Ich würde sagen, das Internetcafé kann auch mal ein bisschen Deko vertragen. Guck mal,
da gegenüberliegend. Zack. Ich habe übrigens hier diesen Kaktus gefunden. Den kennt ihr bestimmt. Wer auf YouTube aktiv ist, der weiß oder kennt den Kaktus. Der weiß, wo der herstammt oder wo man ihn häufiger sieht, nicht wo er herstammt. Das stimmt ja eigentlich nicht. Okay. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, die Knarre nehmen wir mal mit. Obwohl es jetzt dämmert, würde ich sagen, wir gehen trotzdem los, oder? Hätte ich hier gesagt. Jo, komm. Wir machen gar nicht lang rum. Wir haben eine Taschenlampe. Bisschen Durst. Aber nichts zu trinken dabei. So komm ich aber auch nicht weit. Nichts zu süffeln hier. Ach, guck mal, hier im Diner, da gibt es auch immer was. Gucken, Donut haben wir schon mal. Ein Fläschli Wasser wäre noch top. Komm, wo habt ihr euer Wasser versteckt? Kein Wasser. Schlimm hier. Ich schlappe hier gerade mal ein bisschen durch die Häuser in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch eine Flasche Wasser irgendwo entdecken. Ein Helm, Axt, man findet echt alles, ne? Bandagen. Ich weiß nämlich nicht, wie gut der Loot drüben ist. Ich habe irgendwas gelesen, dass die Loot-Frequenz nicht so hoch ist. Und das wäre natürlich doof, wenn wir dann da drüben verdursten tun. Ach, Gunpowder ist aber auch gut, danke. Jegwelchen Krempel gibt's. Nichts zu trinken, das kann ja nicht wahr sein. Pillen gibt's, Banane gibt's. Och komm, schenkt mir doch jemand eine Flasche Wasser. Guten Tag. Hast du Wasser dabei? Nee. Hä, was ist das? Ach, ein Locker. Auf den ersten Blick saß... Oh, sah es ein bisschen merkwürdig aus. Schraubenschlüssel, Helm. Ey, sag mal, wollt ihr mich jetzt veräppeln? Wieso gibt es denn hier kein Wasser? Sonst findest du Wasserflaschen en masse, ne? Ist das? Conditioner ist gut. Ey, ich flipp aus. Ey, alles, was du gerade nicht brauchst, kriegst du. Hi, hast du Wasser dabei? Pumpkin ist auch gut. Würde ich mir glatt mal ein Stückchen gönnen. Unglaublich. Ja, dann machen wir es so. Wir machen hier gleich eine kurze Pause. Ich lasse die Nacht rumgehen und dann starten wir morgen früh mit Wasser in der Tasche. Und ich würde die Nacht jetzt einfach nutzen, um noch ein bisschen Zeug zusammen zu farmen. Schallplatte. Musik könnten wir auch mal machen. Also die Musik, die ihr im Spiel mal hört, klar, die habe ich selber reingemacht. Aber wir sollten bei Zeiten auch mal... Oh, nice. Wir sollten bei Zeiten auch mal das Grammophon in Betrieb nehmen. Gibt es hier gerade was Feines? Ach ja, jetzt gibt es hier Wasser. Sehr gut. So, dann schlappen wir noch schnell hier. Hier war ich nämlich auch schon ewig nicht mehr. Boah.
kommst du her, ey? Noch einer, sag mal. Guten Tag. Danke für den Apfel. So, hier gibt's Pizza, Pizza. Kürbis, will ich alles nicht. Eine blöde Mütze will ich auch nicht. Jo, dann machen wir es so. Wir machen eine kleine Pause und sobald die Sonne aufgeht, sehen wir uns hier gleich wieder. So, der Morgen dämmert langsam. Wir sind mit dem Rucksack soweit auch d'accord. Ich habe alles rausgeschmissen, was wir nicht brauchen. Ich habe jetzt rausgekriegt, wenn ihr hier Verbände reinschmeißt, dann kriegt ihr die Kleiderreste oder Stoffreste. Was brauchen wir denn dafür? Jo, vielleicht solltest du die auch da reinschmeißen. Links und rechts lassen wir mal durchlaufen. Ich bin gespannt. In Blau natürlich, passend zu unserem Jogginganzug. Ich hätte aber auch Lust, eine andere Maske und ein anderes Helmchen nochmal aufzusetzen. Müssen wir mal gucken, welche Maske hätte ich denn mal Lust? Mit welchem Hütchen? Ich finde die da gut. Und dafür machen wir die an die Wand. Und hier hätte ich gerne den Cupcake-Hut. Und dafür machen wir das Krönchen an die Wand. So. Jetzt. Zack. Und zack. Ja, und neues Outfit muss her. Die Maske sieht ja übel aus. Wobei der Hut macht es jetzt auch nicht unbedingt besser, ne? Jesus Gott. Nee, das kann ich so nicht lassen. Es tut mir leid, aber der Helm hier gefällt mir immer noch am besten. So, raus mit dem, rein mit dem. Und das machen wir da wieder an die Wand. Jo, tut mir leid. Aber der ist einfach super, oder? So, jetzt schauen wir mal, was unsere Armbinden machen. Was für ein Schnicki-Schnacki-Kram, ne? Aber egal. Können wir mal gucken. Wollen wir andere Klamotte? Gut, das ist natürlich auch nicht so schlecht, aber oder so. Jo, so machen wir's. Ist das cool? Ja, bist du mit einverstanden? Okay, prima. Also, Essen, Trinken, Hammer. Wir schwätzen gar nicht lang. Es wird schon hell draußen. Taschenlampe habe ich, Medical habe ich. Los geht's. Oh, guck mal, da gibt es irgendein Chicken-Restaurant. Chicken. Das ist ja geil. Was ist denn das da hinten? Bohrinsel, ne? Oder Bojen? Bisschen groß für eine Boje, ja? Bisschen klein für eine Bohrinsel. Hm. Ach, guck mal, auf der Seite gibt es blaue Busse. Interessante Farbe. Ach guck mal, da oben ist auch irgendwas gespawnt auf dem Dach. Ich will natürlich mal zu dem Chicken-Restaurant. Ah, hier gibt es gelbe Autos auch. Okay. Ach, das ist aber auch schön gemacht hier, ne? Guck mal. So, mal hier. Nee, Magazin will ich nicht. Auf zum Chicken-Restaurant. Hey, Kumpel. Kumpel, deine Hose. Kumpel, deine Hose. Ah. Hast du hier auch Kohle auf der Seite? Jo. Du bist so der perfekte Moneybringer, ehrlich. Oh, da ist noch einer. Jetzt entspannen wir uns mal. Alle, sag mal. Wie hartnäckig war der eine denn? Boah. Kohle kriegst du hier aber, ne?
Welche Burger gibt's denn hier zur Auswahl? Ach cool, Toiletten. Kann man spülen? Nee. Handseife? Geht klar. Ach, kurz das Autosaving erwarten. So. Toilette, Toilette. Wo ist denn die Burger-Tafel? Sag mal. Bist du von hier? Wann gibt's denn die guten Chicken-Sachen? Arbeiten Sie hier auch? Alles ja ungesprächig hier. Nee, hör auf. Die Waffel will ich. Tja, kein Chickenburger von uns. Wo ist denn die Küche, frage ich mich. Guck mal, hier ist Drive-In. Wie machen die denn Burger ohne Küche? Ach, guck mal, da sitzt auch einer im Auto. Das ist ja cool. Ah, hier ist die Burgerkarte. Yay, jetzt. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn hier? So ein Menü, hätte ich gesagt, oder? Menü? Oder hier? Ja, schön. Doch, freut mich sehr. Dann würde ich sagen, haben wir mal so einen kleinen Eindruck gewonnen. Wir würden in der nächsten Folge auch hier starten, dass wir uns hier noch ein bisschen umschauen und unser Trooper hier noch ein bisschen für Unheil sorgen kann. Ich bedanke mich bei euch wieder mal fürs Zuschauen. Genießt die Zeit, bleibt mir gesund. Bis gleich. Ciao.